Hey Aloha, hallo Leute und willkommen zurück zu Sprich mal Schwedisch. Ich bin Joachim und willkommen bei unserer neuen Serie Schwedens verrückte Könige. Dieser Typ im Intro, er war eigentlich gar kein Schwede. Er war ein verrückter Däne. Und er war nur König für ein Jahr. Was, die Svenske Svin, was siehst du? In einem anderen Video wollen wir auf jeden Fall über Christian Tyrann reden, aber heute sprechen wir über diesen Typen her, Erik den 14. Erik wurde am 13. Dezember 1533 geboren. Er wurde auf dem Stockholmer Schloss geboren. Und das war echt, das war ein Schloss. Das war das alte Schloss mit Türmen, also richtig. Das war so ein richtiges Mittelalterschloss. Aber leider 1697 brannte es völlig nieder. Weil der Knecht, der gerade Feuerwache hielt, der hatte Hunger gekriegt und ist in die Küche gerannt. Und ja, niemand hat dann entdeckt, dass es dann gebrannt hat. Und dann war es zu spät, alles weg. Heute ist das Stockholmer Schloss einfach so ein Kasten aus dem 18. Jahrhundert. Naja, was soll's. Erik war der Sohn von König Gustav Vasa oder Gustav dem Ersten. Und ihn nennt man manchmal so den Landesvater von Schweden. Und er hat auch entschieden, dass man den Königstitel erben kann. Und somit wurde Erik dann quasi, der wurde der erste König, der seinen Titel geerbt hat. Er war ein sehr talentierter Prinz. Er konnte natürlich lesen und schreiben, aber er sprach auch mehrere Sprachen, war sehr gut in Mathematik und Geschichte, Astrologie und meisterte ritterliche Sportarten. Er spielte Laute, konnte singen. Und er konnte auch gut zeichnen. Aber seine Familie und auch er hatten ein sehr schlechtes Temperament und waren sehr misstrauisch. Also, ja, darauf komme ich gleich zurück. Erik hatte auch drei Brüder. Johann, der später Johann der Dritte wurde. Karl, der Karl der Neunte wurde. Und Magnus, der einfach Magnus wurde. Als Prinz war Erik auch Herzog über Kalmar, Kronoberg und Irland und er hatte seinen Hof in Kalmar und auch Haaren. Und als sein Vater Gustav ein bisschen kränklich wurde und älter, da hat er angefangen, königliche Damen in Europa den Hof zu machen, damit er vielleicht auch eine zukünftige Königin kriegen würde. Eine davon war Königin Elisabeth I. von England. Und ja, am Ende heiratete er einfach seine nicht königliche Geliebte. Erik wurde dann Erik der 14. in Uppsala 1561 und er war der Erste, der Regalien benutzt hat. Also Krone und Apfel und so weiter. Und er hatte die englischen Regalien als Vorbild. Aber leider benutzen wir den nicht mehr, die sind die schwedischen Regalien immer noch, aber eine Krönung hatten wir, ich glaube, seit 150 Jahren oder so nicht mehr. Und ja, die gibt's, aber leider dürfen die nicht mehr offiziell irgendwie benutzt werden. Und das ist ein bisschen schade, aber was lustig ist, dass Erik, der Erik der 14. ist und Karl, der dann Karl der 9. wurde, die sind eigentlich nicht der 14. oder und der 9., weil die benutzten einfach die Zahlen aus irgendeiner so einer Geschichtsbuch. Damals wollte man einfach Schweden ein bisschen wichtiger machen, als Schweden war und eine coolere Geschichte schaffen. Und deswegen gab es dann Geschichtsbücher, wo viel Fake war, sage ich mal. Einfach nur eine Sage und deswegen ist auch Karl der 16. Gustav von Schweden heute eigentlich nicht der 16. Erik war dann König und wie schon gesagt, sehr misstrauisch. Er hat zugesehen, dass seine Gebrüder gesetzlich unter dem König stehen als Herzoge und dass das Land, was die besitzen, die Herzogtümer auch unter dem König stehen und das hat Johann verärgert, weil er hatte große Pläne, er wollte sein Reich expandieren und ausweitern und das ging natürlich dann nicht.
Dazu hat Erik auch Estland eingenommen, sodass er dann eine extra Grenze zu Johann hatte. Und so konnte Johann dann nicht mehr sein Reich ausweitern. Und dann ging er nach Polen und hat gesagt, hey Polen, kann ich hier ein bisschen Land haben? Und dann hat Polen gesagt, ja, hier kriegst du ein bisschen Land. Und das hat Erik natürlich sehr verärgert. Und er hat gesagt, du bist ein Verräter. Und da wurde er dann in Urbo attackiert und ins Gefängnis geworfen. Also Johann, ne, von Erik. Und Erik hat gesagt, du sollst sterben. Davon wurde nichts. Ich weiß nicht warum. Aber Johann wurde dann einfach nur ins Gefängnis gebracht. Ja. Russland, Polen, Dänemark und Lübeck, sie fanden es nicht so toll, das, was Erik in Estland vorgenommen hat. Und dann gab es den nordischen Siebenjährigen Krieg. Danach hat Erik sich in den Kopf gesetzt, dass die adligen Familien, die irgendwie an Johann gebunden waren, dass die auch verärgert waren. Und das hat dazu geführt, dass Erik dann eine Menge Leute festgenommen hat und hinrichten ließ. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Adligen wurden dann ja noch mehr verärgert. 1567 wusste er dann nicht mehr, was er tun sollte. Er ist im Gefängnis aufgetaucht und hat mit ein paar Insassen gesprochen. Die haben dann um Verzeihung gebeten. Und Erik meinte, dass die das nicht ernst gemeint haben und hat dann einfach jemanden niedergestochen und den Knechten gesagt, dass die den Rest töten sollen. Er ist dann aus der Stadt geflohen in den Wald und erst 10 Tage später hat man dann ihn wiedergefunden. Er hat dann Gott und die Familien der Insassen dann um Verzeihung gebeten und jetzt hat dann auch ein Rat die Herrschaft über Schweden übernommen. Johann wurde freigelassen. Erik hat seine Geliebte geheiratet und zack, jetzt ist Erik wieder fit und sagt, nee, diese Männer, die ermordet wurden, die sollten ermordet werden und die Familien, die irgendwelche Gelder bekommen haben, die sollen alles wieder zurückzahlen und er hat wieder alles auf den Kopf gestellt. Erik war dann jetzt ziemlich impopulär und als er dann seine nicht königliche Caroline Mohenstochter wieder geheiratet hat, jetzt königlich und sie zu Königin wurde, dann gab es einen Aufstand. Johann und die Familien, die haben diesen Aufstand geleitet und Erik musste irgendwann aufgeben. Erik wurde dann ins Gefängnis geworfen und hat es da ziemlich gut, wie die meisten Könige, die zu dieser Zeit im Gefängnis waren. So war es eben damals. Und Johann wurde zu König, war aber auch ziemlich misstrauisch und hat seinen Knechten gesagt, dass wenn jemand versucht, Erik zu befreien, dann muss er unbedingt hingerichtet werden. Und irgendwann starb Erik sowieso und es wurde festgestellt, dass er vergiftet wurde. Und obwohl man meint, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er das Gift über dem Wein bekommen hat, ging er zur Geschichte als der schwedische König, der von Erbsensuppe getötet wurde. Das war wieder alles von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte einen Daumen hoch geben, einen Kommentar hinterlassen und abonniert für weitere Schweden-Videos. Und wenn ihr ein bisschen Schwedisch lernen wollt, dann besucht mal sprichmalschwedisch.com für kostenlose Audiolektionen, die ich gemacht habe für euch. Und wir sehen uns dann in einem anderen Video. Hej då!